Jedenfalls Ich war. einige Male ist es passiert, dass ich den falsch geschrieben hatte oder vergessen Makro zu machen oder ich weiß es nicht. Heute wüsste ich gar nicht mehr, wie ich ein Makro mache. Das ist Ja, ein leid. Makro machst du zum Beispiel, Makro, das nenne ich jetzt mal Beispiel. Gut, dass ich nicht Beispiel schreiben kann. Und dann den Befehl, zum Beispiel disembark. So, dann habe ich hier das Makro an meinen Mauszeiger hängen. Und das lege ich mir dann einfach auf die Leiste. Und dann, wenn ich da drauf drücke, you are not riding a boat. So einfach geht das. Also ich hatte immer nur das Gefühl, ich habe es nie geschafft, in sein Boot reinzuspringen. Ja, das kann auch passieren. Wie gesagt, früher, ich meine, das ist ja einfach das große 50er RVR, was wir hoffentlich auch noch erleben werden. Wie nein? Schon gut, Nicht? alles gut, alles gut, alles gut. Okay, dann machen wir bei 49 Schluss. Alles gut. Auch kein Problem. Das Schlimme ist ja, dass es in 50 nicht endet. Sondern dann heißt es ja, dass man eigentlich jede Menge Ausrüstung noch haben muss und jede Ja, Menge genau, besondere Erfahrung. dann machen wir Let's Template 17 Folgen lang nur mit Moras ein Template zusammensetzen und dann noch irgendwie das Geld farmen, um sich die Sachen kaufen zu können. Das wird so spannend. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Also das ist ja, das wird nur noch überboten, wirklich vom Craften hier. Also wenn jeder von uns noch einen Beruf Ja, ergreift. Was ist denn los? Let's play Legendary Spellcrafter oder sowas. Bing! Das erinnert mich an jemanden. Dark Number One Fan. Oh ja, das Video ist super. Das müsste ich eigentlich verlinken. Ja, musst Hoffentlich du. denke ich da dran. So, ihr habt gestickt, ich mach Sprint an und dann geht's wieder los. Huhu. Also ich habe Oha, jetzt Ingo gehört, voraus. zwei. Zwei, ein Ein Zwerg, Norseman. ein Nordmann. Eh überhaupt nichts. Es ist ja auch Nacht. Ich kann das nur durch meine Bettaugen und meine Bettohren, die haben so einen Ja, Fledermaus scheint mir auch, Schnabel, ich und sehe überhaupt deswegen nichts. kann ich die sehen. Ich kann auch sehen, dass wir die nicht mehr erwischen werden, deswegen drehe ich jetzt ab. Ink heißt ja eigentlich Farbe, ne? Ja. Ne, Mit man sagt Ink, Tagesverlauf. weil Farbe, ne, weil man möchte da gerne so einen farbigen Ausdruck. Ja, so mit richtig Schmackes, aber das ist ja hier in Internet und sowas, das würde dann sofort zensiert, deswegen sagt man einfach Farbe, also auf Englisch dann Ink. Was läuft da neben uns? Da läuft nichts. Eine Burg, die bewegt sich nicht. Aber hier ist. Oh. Nimm doch einfach die da. Hingemetzelt, geht weg, geht weg, weg, geht weg, weg, weg. Rausebacke, geh weg. Zu spät, Du zu kriegst gleich auch spät. den Metz ab. Unten ist der Heiler. So, ich bin raus. Belle, du kriegst die Metz. Das heißt, nein, ich, doch, das heißt, nein, ach, ich kann mich nicht entscheiden, weil hier der Zwerg abwechselnd mich haut und gestunt ist. Jetzt hat er sich aber überlegt, mich doch in Ruhe zu lassen. Aber inzwischen warst du sowieso aus dem Metz raus. War Hanok, du bist viel zu weit, du Hanok, musst mal wieso bitte bist du wieder zu zurückkommen. weit? Zurück, ja, gleich bist du in Range, ja. Ja, ich Hab wurde ihn. interrupted. Hab ihn schon. Sehr schön. Das ist der Einzige, der hier noch in Range ist, deswegen habe ich mich für diesen entschieden hier. Das mit der Reichweite, das lernt man einfach mit der Zeit, wie weit kann man nach vorne gehen. Ist klar, irgendwann ist es zu weit, aber ein bisschen muss man natürlich auch vorrennen als Tank. Anders geht's nicht. Oh, Ja gut, dann übernehme ich jetzt das Heilen. Ja, ich habe einen Krank geschluckt, habe wieder ein bisschen was. Okay, So, ich Kampf glaube, es ist gewonnen. erstmal geklärt. Zurück zu unserer Burg und da stellen wir uns dann wieder auf. Habe ich doch nicht alles verkehrt gemacht? Nein, du hast das gut gemacht. Das war gerade an der Grenze, also weiter hättest du nicht mehr gedurft, dann hätte es nicht gepasst, aber so war gut. Ah, das Lüxchen. Warte, ich gebe dir noch Buffs. Dann lebt das länger.
Das ist jetzt nicht super stark, aber das kann... Ne, stell du es dir einfach selber vor, du willst heilen und hast dann irgend so ein graues Pad auf dir. Und du kriegst kein Heal raus. Zum ich will's routen. Nerv. Sticken, Sprint. Ja, du kannst es ja nicht routen, wenn es schon auf dir drauf ist. Instant Root. Oder hast du... Ach, du hast den Instant Root. Ja gut, den kannst du dann natürlich benutzen. Wie viel hast du denn in Natur? Mein Gott. Ach, ist ja klar, du brauchst ja keine, du brauchst ja nichts in Buff stecken. Braucht man ja heutzutage nicht mehr. Ich hab 5 in Natur, also ich hab da echt. Lass uns immer wieder an unserem Turm vorbeigehen, bitte. Ich brauche die Punkte. Ach so, ja, gut. Dann müssen wir zu dem, in die andere Richtung. Da ist der Turm, wo es die Punkte gibt. Genau, alle anderen sind schon 39, du bist noch 38, aber hast gut aufgeholt. Natürlich, weil wir so gut killen. Achtung! Ink, das sind die Necros. Erst die Pets, erst die Pets. Rausebacke, komm nach hinten, du bist zu weit vorne. Geh nach hinten, such dir eins von den Zombie-Servants raus und caste drauf. Ich nehme den langsamen, sparsamen Heal. Der reicht aus. Mehr Damage machen die nicht. Ein Necro hat sich gerade verkrümelt. Ja, ist der abgezischt? Hm. Ich renne mal in die Richtung, wo ich denke, dass er hingerannt ist. Kann ihn nicht mehr sehen. Okay. Hat sich erledigt. Ach, wir wollten noch zu dem Turm. Ist richtig. Weiterlaufen. Oder haben die Alps ihn inzwischen wieder... Ach, warum habe ich denn hier so eine Timbercat auf mir? Klar, genau wo ich jetzt hier den hier gerne routen täte. Mach ich. Da. Ja, das sind ganz viele Alps. Weiter kommen wir, glaube ich, nicht ran. Zurück zu unserer Burg. Da können wir jetzt nicht ran. Das sind wirklich zu viele. Ah, die kommen gerade alle zurück. Jawohl. Rausebacke bei uns. Ich bin am Loch. Der Stabträger war diesmal der zweite. Ich muss noch heilen, sorry. Ich hab gerade was gelesen von Midis, die hier irgendwo in der Gegend unterwegs sein sollen. Sprint an, bitte. Aber anderthalb Gruppen, das ist, zu viel für uns, aber wenn wir da drauf adden. Attacke! Na gut, da haben wir nur noch schwer zum Attackieren. Das hätten jetzt aber die Hälfte von denen hätte ruhig noch mit sein dürfen, ne? Ja. Wir haben ja auch ein Glück. Wo sind wir denn? Wir sind unten. Über Hanok. Unten Richtung unseren 6 Turm. Gegner an der Burg. Okay, dann laufen wir jetzt im Uhrzeigersinn einmal um das Keep. Alle dran? Ja. Im Uhrzeigersinn, denkt dran, ne? Nicht, die Uhren ticken anders. Das ist doch jetzt, glaube ich, Uhrzeigersinn, oder? Vertue ich mich. Ja. Ah. Uhrzeigersinn. Da ist einer von den 6ern. Ja. Oben auf dem Hügel sind die, aber ich laufe jetzt nicht die Kante hoch, das ist ungesund. Das ist wahr. Hey, das ist lecker. Aber kann ich vielleicht irgendwo anders hochlaufen? Oder werden die jetzt ange... Doch, die laufen runter. Komm. Achtung, die kommen runter! Ja, jetzt kriegen wir das. Ich gehe mal ganz hoch zu dem, Paralan, du hast übrigens Nearsight drauf. Hast du Purge? Mhm. Du könntest, wenn du das Purge. Aber er hat CD. Achso. Hm. Der Frostalf hat ja dein Fett drauf. Ja. Sehr schön. Ja, guck mal, siehst du, wie das den. Kommt an... ihr mal hier hoch? Na gut, dann nehmen wir ja. Ich komme wieder runter. Ah, jetzt kommt ihr hoch. Okay. Ja, wir können nicht schneller den Berg hochkriechen. Ja, ich hatte jetzt gerade eigentlich meinen Heiler. Der ist nämlich da hinter dem Hügel verschwunden, jetzt gerade um die Ecke. Da wollte ich hin, aber nein. Klappt, glaube ich, nicht. Okay, dann müssen wir hier erst. Hanok macht den Hirsch. Hanok, Hirsch. Hirsch.
Ja, sehr schön. Ich bin ein Hirsch. Jetzt hauen wir ab hier. Ich bin ein Hirsch. Geschafft. Okay, der letzte ist entkommen. Aber das war super. Das haben wir recht gut hingekriegt. Ich komme nicht mehr klar. Der Hirsch war super. Der hätte ich gerne, wäre ich mit der Kamera noch näher dran gewesen. Aber ich glaube, man müsste sehen. Aber es ist doch so, von vorne auch wieder. Den Auerochse. Mein Pet musste leider sterben. Ja, machen wir hier ein neues. Also das hat wirklich gut funktioniert mit dem Pet. Oh, Baumpate braucht Heal. Ach, gerettet. Geben wir dem Tierchen wieder Buffs. Ich habe von Anfang an allerdings auch unten alles stehen lassen und bin den Berg hoch zum Heiler. Das war sehr gut gemacht. Das war sehr gut gemacht. Wir haben wir wirklich einwandfrei. Also ich verteile Lob ja selten, habt ihr vielleicht gemerkt. Aber das hat sich gelohnt. Das war richtig knusprig. Also für unsere Verhältnisse war das richtig super. Sprint an. Unsere Verhältnisse. Ich kurz hinter. Ja, man muss ja realistisch bleiben. Die zwei Punkte von dem Turm, die brauche ich noch für meinen. Stimmt, da waren wir immer noch nicht, ne? Da ist immer kommt mir was dazwischen. So, probieren wir es nochmal. Zur Not machen wir halt eine Selbstmordaktion. Was soll das denn? Yay. Hier bin ich auch für. Ich bin nämlich 5 Punkte und kann mir dann Charge 2 holen. Super. Und ich stehe übrigens auch kurz davor. Wenn wir vielleicht noch ein paar Gegner killen, dann kann ich mir Purge holen. Also folgendermaßen, wir inken da jetzt, egal was da steht, wir inken da volle Kanne drauf und versuchen noch so viel es geht mitzunehmen. Da steht eine Ramme vor, ich glaube, die wollen gerade da rein. Wir können auch erstmal in den Turm reinrushen. Too late. Komm hier! Komm ran hier! Hä, wo bin ich denn hier auf einmal? Ich bin gemäht. Ich bin down, ich bin gestorbt. Ich bin überhaupt nicht so weit vor, aber ich brauche ja auch die Reißpunkte und nicht hier den. Oh, the battle is dead. Wir haben was gekillt, noch? Oder? Sagt mir, dass ihr was gekillt habt. Ich bin nicht sicher. Ich meine, wir hätten einen, aber ich habe es jetzt nicht nachgelesen, genau. Ja. Moment. Ja, du musst es doch sehen. Hast du die Punkte oder hast du sie nicht? Hausebacke, bist du überhaupt nah genug rangekommen, dass es für dich zählte? Ja. Sehr gut. Ich kann aber auch irgendwas abgeben hier. Hat vielleicht doch gezählt. Naja, egal. Ach, mir fehlen noch ganz paar. Ganz wenige. Hätten wir die Brüche gekriegt, hätte ich jetzt gereicht. Aber jetzt habe ich ja nur für die umgehauenen. Ja, du solltest doch an den Turm ranrennen. Deswegen bin ich doch nicht hingekommen. Doch. Wenn wir durchgegangen wären, dann wären wir dran gekommen. Also mir ist egal, wir könnten nochmal so eine lebensmüden Aktion machen, fand ich nämlich irgendwie witzig. Weil dann habt ihr das alle. Wäre das in eurem Sinne? Ja, aber wenn wir jetzt auch noch einen Gegner killen, dann müssten die Punkte auch reichen für Level Up. Stimmt. Außerdem sind sowieso alle unsere Aktionen Selbstmordaktionen. Das habe ich nicht gehört. Das sehe ich nicht so. Also da muss ich auch mal für stimmt, Paralan. Für den Rest von uns ist es eine Selbstmordaktion. Du bist dann immer irgendwie im Keep. War nicht feige sein, lass mich hinter den Baum. Jawohl. Also das ist auch deswegen sehr wichtig, weil man hinterher im großen RVR gerne auch mal gereased wird.
und nicht von irgendwoher anreisen will. Wenn man in der Pampa ist, ne? Ich möchte jetzt ja, erwähnen, dass es meine Aufgabe ist, im Team zu stehen und zu heilen. So habe ich das beigebracht bekommen. Echt? Wer erzählt denn sowas? Der Druide, bei dem ich lerne. Deine Aufgabe ist es, außerhalb der Wirkung von Metz hinter mir zu stehen und mich zu heilen. Genau, und deswegen stehe ich da.